Wisst ihr, die vergangene E3 hat mich mal wieder zum Nachdenken angeregt. Für uns sind die Inhalte solch einer Messe und die Forderung nach immer mehr Innovation und Coolness absolut selbstverständlich. Wieso ist das so? Ich habe mir mal die Ursprünge angeguckt. Videospiele. Jeder hat mal gespielt und wenn nicht, jeder kennt welche. Entweder für moderne, schnittige Mini-Plastikdosen fürs Wohnzimmer oder aus Glas für die Tasche oder für eingestaubte, lebensgroße Klötze aus Holz, die man früher immer nur mit Mamis oder Papis Erlaubnis befummeln durfte. Doch was früher noch als einfacher, doch inspirierender und herausfordernder Sammelpunkt für Familie und Freunde galt, scheint heutzutage mehr und mehr zu einem pseudosozialen Zockertreffpunkt mit hochgezüchtetem Technikunsinn für daheim allein per Headset sabbelnde Kinder mit viel zu viel Kohle zu verkommen. Oder verstehe ich da irgendwas falsch? Angefangen hat doch alles so schön. In den 1940er Jahren wurden erste Prototypen von Spielen zusammengepuzzelt. Doch dienten sie nicht der Unterhaltung, sondern waren wissenschaftliche Meilensteine, um die menschliche Interaktion mit technischen Geräten zu analysieren. Ja. Zwar gab es dann ab 1952 bzw. 58 auch erste richtige Spiele namens OXO bzw. Tennis for Two, die ausschließlich gegen Langeweile während eines Messeaufenthalts helfen sollten. Doch für Menschen wie du und ich war das weiterhin nix. Ja, das erste Gerät, das sich Spielekonsole schimpfen durfte, hat tatsächlich erst 1972 die Regale der Handelsketten schmücken dürfen. Die Magnavox Odyssey, basierend auf einem 1968 entwickelten Prototypen von Ralph Baer, der Brown Box. Ja, der Papa Baer brachte sozusagen die Konsole in unsere Wohnzimmer, beziehungsweise die Spieleidee in unser Privatleben. Also hieß es, ran an die Glotze und spielen. Also eher die Fantasie spielen lassen. Mehr als bisschen Licht und Folien gab es nicht. Schon gar keine coolen Spieletitel. Die Zeit verging dann wie im Flug. Jahr für Jahr überschwemmten immer mehr Hersteller den Markt mit vermeintlich coolen Ideen, bis 1983 mit dem großen Videogame-Crash das Fass voll war und gar das Ende von Videospielen prophezeit wurde. Vor allem auch, weil das Thema Heimcomputer immer interessanter und bezahlbarer wurde und man nicht nur auf Text-Adventures mehr beschränkt war. Doch Spielekonsolen-Meilensteine wie der Atari 2600, ColecoVision oder Vectrex sollten bis heute unvergessen bleiben, da sie grundlegende Dinge richtig gemacht haben, an denen sich die, wie Phönix aus der Asche, neu mit Leben eingehauchten Hersteller der zweiten Generation ab 1985 orientierten. Ja, selbst Dinge wie ein Pauseknopf. Also Nintendo, Sega, Sony, Microsoft, diese Namen haben sich seitdem herauskristallisieren können und standen bis vor gar nicht allzu langer Zeit noch für revolutionäres Denken beim Thema Videospiele und Konsolen. Auch wenn es den einen oder anderen Fehltritt gab. Egal ob für unterwegs oder zu Hause, Super Nintendo, Xbox, N64, Dreamcast, PlayStation, diese Namen klingen wie Musik in unseren Ohren. Man kaufte sich ein Spiel, legte es ein, sofort ging es los und man tauchte für Stunden, gar Tage in eine andere Welt ein. Und was ist heute? Nun, ein bisschen anders. Wobei, okay, seit damals hat sich im Grunde nur geringfügig etwas geändert. Abgesehen vom momentanen Battle Royale-Hype basieren selbst aktuelle Actionspiele auf Doom von 1993. Wobei, na gut, grafisch hat sich natürlich viel getan. Blöd nur, heute ist die Grafik nicht mehr zweckmäßig für eine fesselnde Story, sondern die Story zweckmäßig für eine millionenschwere Grafikdemonstration mit überdimensionalen Werbebudgets. Oh, das triggert mich. Kein ernsthafter Multiplayer mehr mit Freunden vor einer Konsole. Man schaut für 60 Euro aufwendig produzierte 3D-Filme mit der Möglichkeit, Knöpfe zu drücken, die dazu noch stückchenweise aus dem Internet geladen werden müssen. Oft natürlich auch gegen Bares, versteht sich. Oder man muss als billiger Beta-Tester herhalten, denn was damals fix und fertig auf einem Datenträger sein musste, kann heute Woche für Woche oder gleich schon zur Veröffentlichung eines Spiels in Form von tonnenweise Gigabyte aus dem Internet geladen werden. Aber immerhin, man kann im Gegensatz zu früher nun auch Avatare erstellen, seine besten Kopfschüsse aufnehmen und per Knopfdruck auf Facebook teilen. Man kann seine Lieblingsspiele digital ausleihen, man kann mit der Live-Übertragung seines vermeintlichen Lieblingsspiels einen Haufen Geld verdienen, man kann mit dem eigenen Körper die Figuren auf dem Bildschirm steuern, man kann an seinem Smartphone weiterspielen. Die vermeintliche Komplexität von Spielen ist durch mehr oder weniger sinnvollen Features oder auch durch Reboots oder auch durch Cross-Plattforming absurd gestiegen. Spiele werden deswegen auch Blockbuster-Titel genannt oder AAA. Und eine Spieleserie hat mindestens 100 Teile, die sich nur durch die Zahl auf dem Cover unterscheiden lassen. Und Zielgruppen, die sich beispielsweise mit Kinderspielen angesprochen fühlen sollen, pfeifen sich lieber dreidimensionales Geballer rein und umgekehrt. Ich sag bei mir nur Pokémon. Oder Schimpfwort-Roulette-Paradebeispiel Call of Duty oder Counter-Strike. Schon der Rapper Curse erkannte richtig, so viele Nutten kann Deutschland doch gar nicht haben, wie angeblich Hurensöhne rumlaufen auf unseren Straßen. Ja, natürlich gibt es Ausnahmen, sonst könnte man die Regeln nicht bestätigen, aber dass Qualität und Innovation aktuell eben nicht die Regel darstellen und Geheimtipps nur durch Streamer oder viel Eigeninitiative gefunden werden, macht mich unglücklich.
Oder warte, sollte es uns genau deswegen glücklich machen? Unser Leben an sich ist ja schon ein Spiel, in dem es ums Looten, Craften und Entdecken geht, oder? Oh Gott, ja. Warte, jetzt verstehe ich. Videospiele sind gar nicht mehr nur zum Spielen da, sondern sind unsere neuen 24/7 Unterhaltungs- und Kommunikationszentren. Alle Genre, alle Geräte und alle Menschen vereint, alle Zockerfreunde beisammen. Social Media neu gedacht. Also, was früher die Arcade-Hallen waren, sind heute die Online-Plattformen der großen Spielekonsolenmächte. Die Frage ist nur, ob das auf Dauer Spaß macht.